redet von einer seltenen Krankheit, wenn sie seltener als 1 auf 2000 Personen vorkommt. Die meisten seltenen Krankheiten sind aber wesentlich seltener. Die sind eher im Bereich 1 auf 100.000. Das heisst, in unserem Neugeborenen-Screening würde man pro Jahr, wir screenen etwa 80.000 bis 90.000 Kinder pro Jahr, ein einziges Mal so eine Krankheit feststellen, wenn man sie könnte screenen. Das ist schwierig. Einerseits im Neugeborenen-Screening, das sind nur die ganz wenige Ausnahmen, die man finden kann. Für die meisten seltenen Krankheiten gibt es nicht den spezifischen Test, respektive man kann nicht einfach nach einer Nadel im Heuhaufen suchen, sondern man muss eine gute Idee haben aufgrund der Symptome. Also wie tut sich die Krankheit manifestieren bei einem Kind, bei einem Erwachsenen, meistens bei Kindern. Am besten erkennt man die, wenn man sie mal schon gesehen hat. Dann prägt sich das ein und man erkennt es wieder. Wenn die Eltern darauf bestehen, da ist etwas, stimmt etwas nicht, da hat es irgendein Symptom, muss man das sehr ernst nehmen und versuchen, dann diese Sachen gut zusammenzusetzen. Also alle Puzzlesteine, die es schon gibt, quasi zusammenzusuchen und versuchen, sich dann nochmal ein Bild zu machen. Was wir neuerdings auch zur Verfügung haben, sind genetische Untersuchungen. Dort können wir dann, wenn wir einen Verdacht haben, der genauer, können wir gezielt das Gen oder die Gruppe von Genen untersuchen, sequenzieren, also jede einzelne Base untersuchen und schauen, hat es dort Veränderungen. Und dann können wir mit dem letztendlich eine ganz genaue Diagnose stellen. Es ist immer noch ein Finden vom Nadel im Heuhaufen. Es ist auch schwierig, dass die Beschreibungen von diesen seltenen Krankheiten, das sind irgendwie eine Serie von 15 Patienten, zwei Einzelfälle, ein Einzelfall, die sind von diesen einzelnen Patienten und innerhalb von einer seltenen Krankheit ist eben die Variabilität auch nochmal gross. Es ist nicht jeder gleich. Sehr, sehr lang, man sagt dann auch oft diagnostische Odyssee. Das kann Jahre sein, das kann zum Teil sogar Jahrzehnte sein. Also wir wissen von Patienten, die im Kindesalter, man hat irgendwie gewusst, sie haben irgendetwas, man hat aber nicht gewusst, was. Und erst Jahrzehnte später hat man dann die endgültige Diagnose gestellt. Trotzdem ist es für Patienten und für ihre Eltern enorm wichtig zu wissen, was haben sie wirklich, also dass sie der Erkrankung einen Namen geben können und ein bisschen etwas davon können verstehen, was ist die Kausalität dahinter, woher kommt meine Krankheit. Wenn man so eine Krankheit hat, dass das ein Schicksalsschlag ist für eine Familie, für einen Patienten, und dass man hier häufig anrennt, weil niemand weiß, niemand kann einem helfen. Also es braucht Portale, die einem unbürokratisch und einfach helfen.